So und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Changeover Season 6. Und in der letzten Folge haben wir ja anscheinend hier aufgehört. Mehr oder weniger. Nein, wir hatten in der letzten Folge auch unsere, ja, vergangenste Strecke wieder eingeweiht. Und zwar hier unsere Ölplastikfabrik. Haben wir wieder eingeweiht mit ein paar Krokodilen, die hier irgendwo schleichen sollten. Ja, hier kommen zwei Krokodile aufeinander zu. Jawohl. Ein oder andere hatte sogar noch Vorschläge gemacht, was wir nutzen könnten. Zum Beispiel kam rein, dass man auch mal eine 101-Traktion mit einem IC-Zug machen sollte. Und zwar kam das von dem, jetzt muss ich nachgucken, das habe ich gelesen gehabt, von dem Wissen Brain Ferry. Brian, glaube ich, soll das, ne? Brian. Ja, der hatte nämlich geschrieben gehabt, hey Danny, mach doch mal das. Oder das. Oder das. Hat er mir nämlich hingeschrieben gehabt, eine 101. Mit zwei erster Klasse, einem Speisewagen und drei Zweitklassewagen. Könnte man zum Beispiel mal machen. Genau. Und was ich auch noch, oder was der Kevin noch geschrieben hatte, GZ14 gleich BR143. Echt? Cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein und dieselben sind, aber wir nehmen das erstmal so cool hin und sagen, jawohl, passt. Und irgendwas scheint mir an diesen Zügen komisch, weil 65 Stundenkilometer, da kann ruhig sein, dass die so langsam damals waren. Oh, es ist mir doch ein bisschen langsam, sagen wir es. So, wie es ist. So. Eigentlich sollte hier jetzt mal hoffentlich irgendwann die Produktion wieder sehen. Ey, hier läuft's ja. Nutzen wir das doch. Aber anscheinend gibt es das noch nicht so stark bei dieser, ja, Stadt. Und was wir auch mal machen wollten, war zum Beispiel die öffentlichen Nahverkehr ausbauen. So, das wollte ich sagen. Vielleicht sollten wir hier unten erstmal LKWs hinfahren lassen. Aber wie viel kriegt denn die Stadt? Es ist viel, was die bekommt. Was man ja mal machen kann, einfach so eine Fake-Linie lassen. Das heißt, wir fahren da in Wirklichkeit keine Güter. Nein, wir lassen einfach nur leere Züge fahren. Müssen wir aber einmal allerdings hier aufpassen mit den Kosten. Okay, das, wenn die Kosten so sich halten, bin ich sogar damit noch zufrieden. Dann, wenn wir uns nämlich jetzt zum Beispiel mal mit dem Nahverkehr auseinandersetzen. Der, wie man gut hier sehen kann, voll überlastet ist, so ein Scheiß. Bah. Haben wir nicht hier irgendwie mal eine Umgehungsstrecke? Ne, haben wir noch nicht. Müssen wir mal eine Umgehungsstrecke bauen. Ich habe keinen Bock, dass die ganzen Autos da durch die Stadt fahren, die eigentlich gar nicht in die Stadt müssen. Weil das nimmt uns Kapazitäten, wie wir erkennen. Aber wie wir es wissen. So, machen wir das erstmal so. Dann gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwie... Mega. Fangen wir oben auf der einen Seite an, kommen unten auf der anderen Seite raus. Wieso nicht? Ist doch geil. Also ich könnte mir das öfters vorstellen, dass sowas möglich wäre. Also wenn man einfach mal auf der einen Seite anfängt, kommt man auf der anderen Seite raus. Ja, das hätte was. So, wir machen das hier schnell. So, dann sollte das ja auch gehen. Und dann daten wir die Straße hier ruhig mal ab auf die große. Damit die Leute denken, ey Digga, passt voll. Wieso kann man das nicht auf die große updaten? Uncool. Da kann man aber die große Straße direkt bauen. WTF, Alter. WTF. So, die auch noch. Okay, Tunnelbereich nicht so viel Platz, das glauben wir dem mal.
Das kann ja nicht so bleiben, ne? Eigentlich könnte man uns hier auch mal ausbauen. Damit wir hier mindestens so eine kleine Verbindung da hoch haben, die etwas stärker befahren werden kann. Bitte? Genau. Laufen wir jetzt einfach mal, dass sie da alle rüberfahren. Natürlich haben wir jetzt hier erstmal den Verkehr gelockert. Kommt natürlich auch gut. Was wir auch einfach machen könnten. Ja, einfach die Straßen trennen. Hätten sie keine Überquerungsmöglichkeiten. Ey, wir können da gar nicht rüber. Wie unfair. Oh, tut uns das leid. Nein, 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 tut es nicht. Oh, prima. Voll gemein sein. Ich wollte hier aber noch irgendwie Verkehrsmittel ausbauen. Deswegen sind wir mal so ein bisschen netter. Oh, hier schauen sich wieder die Züge. Weil... Achso, da vorne fährt der eine und dahinter kommt vielleicht der andere. Wohin fährt der denn alles? War das der Katzen? Das war ja der. Das ist auch 16. Die fahren ein bisschen dicht aufeinander. Das ist uncool. Wieso fahren die denn so dicht aufeinander? So, erstmal kurz anhalten. Wir brauchen eine Weiche. Dann lasse ich nämlich gleich den einen drehen. Fahrzeug im Weg. So, jetzt den hier drehen lassen. Eiskalt. Auf offener Strecke. Aber wir es können... Genau, hier kommen die Krokodil-Armadas. Ich finde das immer so cool, dass die Züge alle so dicht aufeinander fahren, obwohl sie eigentlich einen Fahrplan einhalten könnten. Nein, das können sie natürlich nicht, so ein Scheißdreck. Manu, wir haben den Sonderzug. Wo fährt denn der eigentlich lang? Wartet mal. Wenn er genau die Strecke fährt, die ich gerade denke, die er fährt... Die hatten doch hier eine 103 draufgeschmissen auf die Sonderstrecke. Oder bin ich jetzt gerade ganz ballerballer? So sichtbar. Sonderzug. Wir hatten doch hier irgendwo eine 103 draufgeschmissen. Doch, eine 103 hatten wir irgendwo draufgeschmissen. Kann ich mich doch ganz gut dran erinnern, dass wir die gekauft hatten. Wo sind die? Das sind die nicht, das sind die auch nicht. Wo ist denn der? Hä? Wir hätten doch eine 103 gekauft. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt ganz hacke bin oder ob ich nur leicht daneben liege. Aber ich bin der Meinung, wir hatten keinen gekauft. Wir hatten einen gekauft. Wir hatten keinen gekauft. Wir hatten einen gekauft. Aber das hat ja eigentlich schon wieder nichts mit dem Nahverkehr zu tun. Eigentlich müssten wir Bad König als erstes upgraden. Oder hier eine Stadt. Ich glaube, die ist noch relativ gut im Gegensatz zu einigen anderen. Die ein bisschen mehr vertragen könnten. Könnten, ja. Können könnte ich auch viel. Ach. Jetzt wundere ich mich gerade, was die ganze Zeit so an meiner Hand krabbelt. Was sich so komisch darauf anfühlt. Dabei ist das eine Fliege, die hier die ganze Zeit rumfliegt. So, jetzt habe ich hier trotzdem noch nichts getan. Machen wir es einfach so, dass wir hier dann Nahverkehr wieder ausbauen. Können wir ja ruhig mal wieder mit ein paar Bussen machen, in der Absicht, dass hier irgendwas geschieht. Dass wir hier auch mal positiv fahren sollten. Ihr wisst, wie das Thema ist. Es ist ätzend und ja, keiner mag es. Ich weiß es, ja. Ihr braucht mir da nichts sagen. Ich kenne das. Keiner mag dieses Thema. Aber trotzdem will jeder angewiesen sein. Also, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, 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 sorry. So, wir wollten jetzt aber hier runter. Fahren dann über diese Haltestelle. Fahren dann hier hoch. Fahren dann hier oben rein. Fahren dann nach
da. Und fahren dann zum Hauptbahnhof. Nachdem wir da waren. Damit wir wieder so ein bisschen, ja, AB fahren dürfen. Was ist das hier eigentlich für eine Linie, die wir da angelegt hatten? Ach, das war die Berglinie oben, ne? Ich entsinne mich. So, 20 dürfen wir bauen. Gucken, ob wir auch auf 20 Haltestellen hier kommen. Garantiert nicht. Müsste man eigentlich mal machen. Für jede Haltestelle, die man hinzufügt, für jede Linie, die man hinzufügt, eine Haltestelle mehr erschaffen. Da das nicht geht, oder garantiert nicht gut aufgehen würde, lassen wir das Thema einfach mal. Aber es wäre echt was Lustiges. So, Linie 20, 20 Haltestationen, Linie 1, eine. So, zack, zack. Wir kommen leider nur auf 16. B20. Jawohl, wo hatten wir denn hier unser... unser schönes Depütchen, von dem wir ausfahren. Stehen da Autos oder sind das Bäume? Oh, hier stehen einfach mega viele Autos. Und die Stadt baut sich ja alleine hoch und wundert sich dann wahrscheinlich, ja, da kann ich ja gar nicht langfahren. Wie ist zum Henker? Jetzt weiß ich, wieso sich die Trams die ganze Zeit stauen. Ja, das ist prima zu wissen. Dann können wir dagegen mal kurz vorgehen und die Straße da ausbauen. Indem wir einfach mal ganz kurz und ohne Probleme. Okay, ich habe gerade aus Versehen was falsch abgerissen. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Deswegen gibt es hier auch gleich als Entschuldigung eine extra große Haltestelle. Und weniger Autos. So. Tram fährt hier wunderbar. Alles perfekt. Wir wollten nach dem Depot gucken für die Busse. Hatten wir hier noch keins? Nein. Dürfen wir alles wieder kaufen. Ist ja langweilig. Ey. Wieso rutschen die immer so weit weg? Können wir denn eigentlich das mal hinsetzen? Hier oben? Ich glaube, hier oben könnten wir das mal hinsetzen. Oh nee, da sind wir ja schon wieder so im Berg drin. Naja, da nicht so ganz, aber halt auch schon ein bisschen. Dann machen wir das doch einfach so. 1, 2, 3, 4. 4. Und dann kaufen und dann auf B20. Mahlzeit, ihr Busse. Fahre zu eurem Ziel. Die Frage ist nur, wie fahren die jetzt dahin? Weil wir haben einen einzigen Anschluss. Bombe! Da die Straße sich ja auch noch nicht verbunden hatte. Auch cool. Jetzt haben wir das ja getan. Jetzt sollten die auch alle hier besser fahren. Genau, das sieht ja auch alles perfekt hier aus. Aber die fahren trotzdem unten lang, nicht oben lang. Lassen wir einfach so. Die wissen, glaube ich, schon, wie sie fahren sollen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Und die Trams rollen ja hier auch wieder. Also. Alle guten Dinge sind drei. Plus Zusatz. So, wie sieht's da aus? T14. Ist ja auch noch okay. So. Okay, da haben wir jetzt einen Teil gemacht. Die hatten wir ja schon mal ausgebaut. Irgendwo kann ich mir jetzt, glaube ich, überhaupt noch nichts gebaut zu haben. Nee, hier fuhr eine kleine Rundbahn. Das war noch okay, meine ich. Wieso haben wir hier eigentlich Busse eingesetzt damals? Ich glaube, das war cool. Und mittlerweile ist die Stadt auch einfach größer geworden. Ohne Scheiß. Und das Depot steht immer noch aus. Boah, Alter. Daran kann ich mich immer noch nicht gewöhnen, dass das noch nicht fertig ist. Wir haben doch hier schön alles gebaut. So, wo ist denn jetzt die Stadt, die wir noch gar nicht gebaut haben? Da haben wir auch was. Alter, wie viel ist denn jetzt hier eigentlich Produktion? 400?
448, jawohl. Wir laufen hier auch langsam in den Bereich, wo wir Geld machen. Oder wo wir wieder Geld machen sollten. So. Da wir schon mal den Bereich hatten, da wo es schon ordentlich mal lief und danach im Update, zack. Was kostet denn da? Jawohl, 27 Mille. Wie viel machen wir gerade plus? 30. Der macht fast alles an Gewinn. WTF. Also, wenn wir die ganzen Kosten und sowas abziehen, der Fahrzeuge im laufenden Betrieb. Der macht einfach fast alles. Mies. Das ist mega, mega mäßig, Alter. Also, wenn wir die nicht hätten, glaube ich, wären wir schon viel früher dran gewesen, aufzuhören. Hören die Autos jetzt hier mal bitte auf und ich möchte hier bitte ja und ja. Dann machen wir das einmal so und fertig. Dann graden wir jetzt einfach hier die komplette Straße ab. Weil was bringt fast alles nur ein Stück nicht? Dann kann er hier kurz vor dem Brückenende schon auf die große Straße fahren. Kurz vor Brückenanfang auf die große Straße fahren, da haben wir da nämlich auch ein Problem weniger. Geht ja. Also im echten Leben wäre die Kurve ein bisschen krass. Ich glaube, das geht noch. Wie sieht das hier eigentlich mit den Zügen aus? Die könnten wir eigentlich auch mal runterstufen, ne? Dann machen wir einfach jetzt einen Zweiteiler rein. Obwohl, wie macht die Linie Gewinn Z8? Ich gucke, geht Z8? Z8. Ja, macht plus. Okay, lassen wir sogar drinne. Einfach, weil es kann. Ey, da sogar der LKW-Zug macht eine Mille plus als Dreier. Cool. Wie sieht das allgemein mit der Eisenbahn aus? Ja, der macht Minus, das ist mir bewusst. Die machen auch alle. Der macht ja mega mäßig. Okay, das ist schön. Der Sonderzug ist klar. Wieso macht denn der Minus? Einer fährt voll, der andere fährt leer. Wieso haben wir in einem 2? Bei den anderen haben wir eigentlich immer nur einen. Irgendwas haben wir da mal gemacht gehabt. Die Frage wäre nur was. Boah. Viele Fenster offen und gleich fängt es an zu laggen. Alter. Wir machen sogar ein bisschen Geld auf der Linie. 167.000. Cool. Ey, es ruckelt nicht mehr. Wir haben was Cooles geschafft, fällt mir gerade auf. Die Autos staunen sich nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr an dem Kreuz. Also oben an dem Bahnübergang, weil sie jetzt alle hier unten lang fahren. Jetzt sollten sie aber hier unten blockieren. Wir reißen das mal kurz ab und tauschen das durch gleich die große Straße aus. Wenn das in irgendeinem Sinne möglich wäre. Okay, das geht leider nicht. Dann müssen wir doch mal leider hier auf unser altes Kreuz zurückgehen. Im Moment haben wir damit auch den Busverkehr ausgeschaltet. So, können wir das upgraden. Nicht genügend Platz. Mega mies, Alter. Wir müssen ein kleines Stück abreißen. Oder wenn wir ein kleines Stück abreißen wollen in der Straße, müssen wir ein Haus abreißen. Dazu können wir ein Stück Straße rausreißen, welches uns aber gar nichts bringt, weil wir die komplette Linie abreißen, die komplette Straße aufreißen müssen. Mega unfair. Das ist hier auch mega uncool. Aber so drei Gebäude an allen Dings. Anstatt, dass sie hier einfach einen Abzweig dran machen. Nein! Das wäre viel zu viel Arbeit, das könnte man sich gar nicht vorstellen. Nein! Manchmal denke ich mir doch, das Spiel hat so ein paar
kleine Schönheitsfehler. Aber es ist das erste Spiel von dem Hersteller, glaube ich sogar. Von daher lassen wir das mal so relativ unkommentiert. Weil es ist ja eigentlich auch schon schön ist, wenn man so ein Spiel hat, was gerade von einem Hersteller erst rauskam, dann kann man viel hoffentlich noch mit dem machen. Nach dem Motto, hier, ihr habt und sowas, ne, macht mal. Das ist da in dem Sinne, glaube ich, noch relativ gut für Urban Games und auch für die Community, dass man da vielleicht noch so ein bisschen was mit denen machen kann in Bezug auf solche Sachen. Also perfekter geht es eigentlich gar nicht. Nur wenn es Train Fever 2 geben würde, dann wäre es Himmel auf Erden. Und wir sonst wo? Was ist denn hier? Sind das Wohn- oder Arbeitsgebäude? Landnutzung? Das sind Wohnhäuser teils. Manche Wohnhäuser sehen aber echt komisch aus. Wie so halb Fabriken oder Geschäftsgebäude. Okay, wir legen hier mal provisorisch eine Buslinie. So als mit letzte Tat. So. Gut, eingesammelt hat er. Dann drehen wir hier nämlich einmal im Kreis. Und fahren dann hier einfach über die lange Straße hoch. Das sollte hier irgendwo eine Verbindung geben. Genau da oben haben wir ja eine. Haben wir darüber. Und setzen dann einfach da an. Kopieren. So. Dann machen wir jetzt eine Buslinie nach dem Motto B21. Oder was haben wir denn hier für Strecken noch lang gelegt gehabt? Ohne Witz. An so viele kann ich mich gar nicht dran erinnern, die wir gemacht hatten. So, dann fahren wir da lang, da, 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 da. Und dann haben wir das auch, B21. Dann lassen wir jetzt hier irgendwie zwei kleine Busse fahren oder sowas. Cool wäre es auch, wenn man irgendwie die Taktraten wie bei Cities in Motion einstellen könnte und dann sagt, hey, guck gut mal an. Sowas, da unten ist gerade unser ICE durchgefahren, so wie es schien. Ist auch nicht schlecht. Cool wäre es auch, wenn man unterirdische Bahnhöfe machen könnte. Das wäre auch noch so eine mega geile Sache. Was ist ein Z11 für eine Linie? Ich glaube, das ist der Metro, ne? Z11? 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 Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Ich kenne mich selber nicht mehr im Spiel aus. Mann, oh. Alter Schwede, was ist denn hier los? Fahrbahnverengung? Das ist mein Kreuz hier. Lol, das geht nicht. Wie unfair. Okay, da muss man halt links rum. Oder müsste man links rum? Ich setze hier einfach nur gerade Schienen für eine vielleicht demnächst folgende Linie. Einfach nur, weil ich es kann. So, Bus und Tram. So, hier fährt schon wieder einer lang. Wie voll ist denn der? Wie ist denn der? Spiel, bitte, nein, Spiel, los, bitte, Spiel, hallo. So, 64 hat er nur drin, WTF. Okay, jetzt haben wir hier wenigstens schon mal einen Kreis, dann kann man die nämlich auch erweitern. Da haben wir schon mal einen Kreis. Dann sollte das passen. Genau, dann würde ich sagen, was ist auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen.
Würde mich freuen, wenn ihr diese Folge eures Ermessens nach bewertet und mir bitte mal sagt, was ihr noch sehen wollt, bevor Season 6 ausläuft. Er hat das böse Wort gesagt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und ciao.